Hallo, hier ist euer Gerkan mit Pokémon Y 2. Wir befinden uns hier im Wüstenresort und man sieht ja echt mal gar nichts. Sehr schwierig, hier voranzukommen. Ich sehe nicht mal, wo der Weg ist und wo der tiefe Sand. Das wird wohl ein Trainer sein. Nein, ist es nicht. Okay, da gibt einem Softsand. Das müsste Pudersand sein. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass das in Pokémon Schwarz und Weiß 1 nicht so unübersichtlich war wie hier. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Überall versteckte Items, die mir das Leben schwer machen wollen. Ein Superschutz. Aber es kommen gar keine wilden Pokémon. Seltsam. An denen hat sich übrigens was geändert. Die werde ich euch dann vorlesen, wenn wir mal in einem Trainerkampf sind. Hier ist noch eine Herzschuppe. Und, ah ja. Da geht's rein. Aha. Ground Game. Das ist das Juwel, das Bodenattacken verstärkt. Also ich verstehe nicht ganz den Sinn von diesen Juwelen. Es gibt für jeden Typ ein Juwel. Und das verstärkt einmalig eine Bodenattacke um 50%. Aber warum sollte man das nutzen? Ich meine, auf die Dauer ist doch der Pudersand besser, oder? Gut, für kurze Kämpfe natürlich schon. Aber sonst eher weniger. Gut, aber nun in einem Kampf sind, kann ich euch ja nun auch sagen, welche Pokémon ihr antreffen könnt. Und zwar Garnuwil zu 30%. Der ist ja eigentlich recht episch, aber den hatten wir schon in Pokémon White. Daher nehme ich ihn nicht ins Team. Flampignon 30%, den haben wir. Marakamba 10%, Zurukex 10%, Sandan 10% und Litumid 10%. Außerdem im Wüsteninneren kann man noch Garnuwil, Flampignon und Marakamba zu den genannten Prozentanzahlen finden. Sandan im Wüsteninneren 15%, Stand 10. Litumid auch wieder 10 und Symvolara 10% sowie Knackleon 5%. Oder habe ich gerade. Also Symvolara 10% und Knackleon 5%. So. Knackleon ist echt ein geiles Pokémon. Den könnte man sich auch nochmal ins Team tun, denn der wird ja dann später zu Vibrava und Libeldra. Aber meine Pläne sind anders. Dann nehme ich ihn mal nicht rein. Wer ist Yamask? Ist das diese Vorentwicklung von Echnatol? Haben wir eine Unlichtattacke? Nein, oder? Schade. Ich wechsle mal zu Serp. Als Schwarm-Pokémon kann man zu 40% Hippoterus ausfindig machen. Und tatsächlich, ich hatte recht. Es ist die Vorentwicklung von Echnatol. Und der ist eigentlich auch ein cooles Pokémon. Das Problem ist nur, dass das Moveset nicht so der Hammer ist. Verdammt. Serp brennt. Das heißt, der physische Angriff sinkt und ich glaube nicht, dass der Leaf Tornado ausreichen wird. Von daher mache ich Egelsamen und versuche, die Verbrennung zu heilen und mich dabei auch noch an den KP des Gegners zu erfreuen. Haben wir etwas, was mir da hilft? Burn Heal, da ist es doch. Einmal. Gut. Was zum Teufel ist Hex für eine Attacke? Hex, Hex. Lol. Der Sandsturm schadet. Dann noch mein Egelsamen. Aber überleben tut das trotzdem. Gut, dann müssen wir eben einmal Leaf Tornado verschwenden. Und schon ist er down. Ich werde jetzt dann nicht reingehen. Also ich denke mal, das ist das Wüsteninnere. Ich werde jetzt draußen bleiben und nach System, wie gesagt, das Ganze hier absuchen nach Items und Trainern. Okay. Hab nur kurz geguckt, wo wir ungefähr sind, damit ich nicht meine Orientierung verliere. Und hier ist ein Trainer. Ein Backpacker. Auch eine sehr komische Trainerart. Sander!
kann man hier ja fangen. Aber, ja, braucht man nicht wirklich. Komm schon, Kopfnuss. Geht daneben. Die Genauigkeit sinkt selbstverständlich durch den Sandsturm. Von daher kann es passieren, dass mal hin und wieder eine Attacke daneben geht. Ja gut, ich greife auch mit Fire Punch an. Hat mehr Power. Leider wird er durch den Sandsturm nicht verletzt, weil es ein Boden-Pokémon ist. Da ist er abgesichert. Aber diesmal hat die Kopfnuss getroffen und er ist besiegt. Was, der hatte nur ein einziges Sandam? Oder sie? Das ist wenig. Und wo zum Teufel ist das Item? Hä? Ah, da ist er gleich mal, Sandan. Aber wir wollen es nicht. Achso, ich stehe jetzt drauf, stimmt. Blue Shard. Ja, man findet hier diese ganzen Stücke immer und immer wieder. Brauchen tut man sie nicht, aber man findet sie trotzdem. Ist der schon besiegt worden? Nee, wohl nicht. Und wenn es mal eng wird, kann man sich ja beim Arzt heilen, der jetzt zu einer Ärztin wurde. In Schwarz und Weiß 1 war es noch ein Arzt, der sich hier in der Wüste aufhielt. Pokéball. Ja, wieder ein Stück. Blue Shard. Wo können wir das ganze Zeug denn bloß hinbringen? Alter, hört das auch mal auf. Hey du, komm her, wir wollen kämpfen, hallo. Nicht flüchten. Ja, also man kann hier nochmal schön EP sammeln. Weil in der nächsten Stadt ist ja schon die nächste Arena. Und wir müssen vor allem Darumaka pushen, weil der kann Schaufler. Die nächste Arena besteht aus Elektro-Pokémon. Und bis sich Darumaka nicht entwickelt hat, ist er jetzt nicht so der Shaker, auch wenn er gute Attacken drauf hat. Es ist trotzdem verbesserungswürdig. Jedes Level, das er noch erreicht, ist viel wert. Und wie auch sonst, ist schon wieder das Meer vor unserer Nase. Lol. Was zum Teufel habe ich da bekommen? Ein Nugget und noch ein Trainer. Was zum Teufel? Die Burg ist im Sand versunken? Okay. Das Castle gab es in Schwarz und Weiß 1 noch. Da ging es sogar richtig ab. Und jetzt ist es wohl weg. Das finde ich doof. Schade. Ich mochte es. Oder vielleicht gibt es eine Verbindung von dem anderen Eingang. Hm. Aber auf jeden Fall haben die Entwickler hier etwas geändert. Ich hoffe, Darumaka schafft den hier noch. Ja, gut. One-Hit-KO und Level 24. Wieso sind hier so viele... Ja... Sykes. Hallo, bist du Trainer, Junge? Manche labern auch nur rum, so wie der hier. Die wollen mich wahrscheinlich nur grüßen oder so. Aber das brauche ich nicht. Ich brauche Items oder Training. Da unten ist auch nichts. Ah. Dort. Ich glaube, da gab es auch in Schwarz und Weiß 1 eine TM. Ah. Wenn mich nicht alles täuscht, war es... Felsgrab. Mal gucken, ob der mal noch da ist. Den müsste Darumaka doch jetzt schaffen. Ich meine, er ist Bodenkäfer. Also ist Feuer sehr effektiv. Okay. Ist es nicht. Habe ich mich da schon wieder getäuscht im Typ? Ich habe mich nicht informiert. Ist auch unwichtig. Aber okay, dann ist er vielleicht... Bodengestein?
Nee, aber das ist doch ein Käfer-Pokémon, sonst wärst du nicht bei Arty. Sehr, sehr seltsam. Aber wie gesagt, es spielt keine Rolle. Besiegt wurde er schon. Hier ist auch nochmal ein Trainer und dort unten ist ein verstecktes Item und hoffentlich auch die TM. Das ist natürlich auch ein absolutes Killer-Pokémon. Hieß ja auch in Schwarz. Killer bei mir. Aber jetzt werde ich wechseln müssen. Weil jetzt wird es zu brenzlig. Außerdem ist der nur Boden. Erst in der Weiterentwicklung ist er Bodenstahl. Daher kann Serp den leicht besiegen. Wenn er trifft jedenfalls. Andernfalls wird es eng. Aber es hat geklappt. Mit einem Critical Hit sogar. Not bad. So, was ist hier unten? Ein Feuerstein. Also wenn man sich ein Fukano geholt hat, könnte man es jetzt schon weiterentwickeln. Gut zu wissen. Und Max Etter. Das ist doch mal eine coole Überraschung gewesen. Mit einem Feuerstein habe ich nicht gerechnet. Und die TM ist wohl tatsächlich nicht da. Oh, bitte nicht gegen mich kämpfen, ey. Das ist jetzt alles hier äußerst gefährlich, wenn der mir einmal verbietet zu flüchten, bin ich tot. Das war klar. Das war einfach klar. Scheiße. Und wie immer muss ich mich hinterfragen, warum habe ich keinen blöden Trank benutzt? Oder bin zum Arzt gegangen? Jetzt ist er völlig unnötig gestorben, aber okay, ist nicht so schlimm, weil ich meine, das Pokémon entwickelt sich ja per Levelaufstieg und nicht per Freundschaft. Daher ist es jetzt nicht allzu dramatisch. Und schon lebt er wieder. So, dann wollen wir mal ins Wüsteninnere gucken. Jedenfalls, wenn ich darf, liebe wilde Pokémon. Dum, 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 dum. Ach komm. Ach, weißt du was? Ich mache jetzt einen Schutz an, weil ich glaube, auch im Wüsteninneren können wilde Pokémon auftauchen. Und dafür haben wir jetzt halt weder die Zeit noch die Lust. Und was zum Teufel? Der will mich nicht entkommen lassen? Na gut, du Arschloch, da kriegst du ihm aufs Maul. Feuerschlag. Abgeht. Drecksau, verpiss dich. Du wolltest es nicht anders. Selbst schuld. Also, wir haben erst gerade eben einen Superschutz gefunden. Einen normalen haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Nee. Also muss ich den einzigen Superschutz, den wir haben, benutzen. Ich hoffe mal, in der nächsten Stadt können wir den noch kaufen. Bis jetzt war es nämlich nicht möglich. Das muss man sich mal vorstellen. Relict Castle. Trainer? Oh, der labert Englisch. Ja, der erzählt was über Treibsand, dass wenn man halt reingeht, dass man nach unten fällt. Aber ich denke, das erklärt sich von selbst. Von dem hier hat man in Schwarz und Weiß 1 Fossilien bekommen. Oh, und jetzt ist es ein Trainer. Okay, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es die gleiche Person war. Aber auf jeden Fall war an der Stelle jemand, der einem Fossilien gegeben hat. Wo kriegt man denn die jetzt? Gibt es die noch? Die muss es doch geben. Wo sind sie? Feuerschlag, aber ganz schnell. Au, au, au. Bam. Ja, nicht schlecht, aber ich glaube... Ja doch, er packt's, er schafft's noch. Komm, jetzt Kopfnuss und weg. Mach mal Erkata, das wird knapp, aber es reicht. Besiegt. Und jetzt sollte ich ihn dann vielleicht doch eher wieder schützen. Aber er kriegt 1000 EP, das ist gut, denn dadurch erreicht er Level 25. Und will Workup erlernen.
physischer Angriff und Spezialangriff steigt. Spezialangriff interessiert uns fast nicht, weil der nur Müll ist. Aber der physische ist schon wichtiger. Und vor allem für die Arena sollte Workup eine wichtige Attacke sein. Übrigens wurde mir vorgeschlagen, auch Nero Rückkehr zumindest vorübergehend beizubringen. Aha, hier ist Felsgrab. Weil es besser ist als Ruckzuckhieb. Und ich muss sagen, stimmt, wir werden Nero Rückkehr vorübergehend beibringen, bis er was Besseres erlernt. Er ist ja auch schon voll entwickelt und hat uns lieb. Also why not? Ach ja, wen haben wir denn da? Die vorderste Entwicklung von Kati. Nett. Wie eine Pussy will sie mich watschen und wird dafür zu Recht paralysiert. Und kriegt Elektroball ab. Da stand bei mir in den Kommentaren, dass die Mindeststärke 60 beträgt und die maximale 150. Also ist die Attacke echt richtig geil. Schöner Volltreffer. Und außerdem auch in jedem Fall besser als Donnerschock, der ja nur 40 hat. Okay, dann ist mein Part eigentlich auch schon wieder vorbei. Schade, ich weiß. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich und das Spiel mit einem Daumen hoch unterstützen. Wenn nein, auch mit einem Daumen runter. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr in Calebs Part. Bis bald.